Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Fanpost-Unboxing. Der Bernd hat mir was geschickt und ich bin sehr gespannt, was mich hier in diesem Karton erwartet. Ja, ich weiß es nämlich nicht. Ich bin wirklich gespannt. Wir schneiden es auf. Hochprofessionell wie immer. Ich sehe nicht, wo es zugeklebt ist. Das ist so ein bisschen kritisch hier. Wir schneiden es einfach mal hier auf. So, das wird schon irgendwie passen. So. Oben drauf liegt ein Zettelchen, das ist fast mit verklebt. Ich schiebe das mal kurz beiseite. Wir gucken uns mal eben diesen Zettel an. Da sind wir doch mal sehr gespannt, was da so drauf steht. Hallo Mike, hier nun das zweite Paket, denn der Bernd hat schon mal was geschickt. Obwohl jetzt schon das dritte kommen könnte. Oh, übertreibt das nicht, Leute. Ich sage euch das, übertreibt es nicht. Das Zeug wächst aber auch schnell an, Smiley. Naja, kommt Zeit, kommt Paket. Jetzt wünsche ich dir mit diesem erstmal viel Spaß beim Auspacken. Viele Grüße, Bernd. PS, die Dinger werden immer hässlicher. Und da hat er hier noch so ein Funko Pop mit abgebildet. Und ich stimme zu, der ist jetzt nicht ganz der Schönste. Aber das ist, so sieht der Charakter nun mal aus. Es ist einfach so. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Das kann hier auch beiseite erstmal. Wir packen aus. Wir packen aus. Ich bin echt gespannt. Oh, schönes Zeug. Wir haben eine Bombshell-Figur. Eine Bombshell-Figur. Die kennt ihr schon. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt, solche Sachen. Waren schon ein paar Mal in Fanpaketen drin. Und ich bin gespannt, wen wir hier heute haben. Wir haben... Oh, ist das ein super Exclusive? Das ist ja mega geil. Ich muss den auspacken. Raschel, raschel, raschel. Oh, raschel, raschel, raschel. Wir haben... Oh, die ist glitzernd. Hat die irgendwie? Ich sehe die hier nicht auf der Box mit drauf. Oder hast du die beglitzert? Nee, kann eigentlich nicht sein. Es gibt hier zwei, die hier als Exclusive dastehen. Aber das Collect All 12, da muss ich nachgucken. Ich zeige sie euch einfach mal hier. Das ist dieser Charakter, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Raven. Ah, es soll Raven sein, alles klar. Und es ist Raven, einfach mal so komplett in Glitzer Metallic. Mega geil. Die ist hier nicht darauf abgebildet, deswegen muss ich gucken, was das für eine ist. Kann sein, dass das ein super Rare ist. Falls dem so ist, wäre das natürlich mega krass. Die war auch verschweißt. Also es ist nicht so, dass der Bernd das mit einem Silber-Edding angemalt hat. Na, ich habe hier auch so einen. Kennt ihr, ne? Da könnt ihr hier so... Aber das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Das ist ja mega geil. Also das finde ich schon krass. Vor allem, weil das, wie gesagt, das ist... Erstmal sind die Figuren super schön. Ich finde die echt schön. Und oh, die fasst sich auch so richtig... glitzerig an. Das finde ich irgendwie süß. Ziemlich cool. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier ein Notizbuch zu Game of Thrones. House Stark. Winter is coming. Mal sehen, was Jon Snow so reingeschrieben hat hier in das Buch vom House Stark. Als gar nichts. Warum nicht? Weil er nichts weiß, der gute Jon. Ja. Es sind auch nicht die Memoiren von Ned Stark hier eingetragen. Ist er wohl nicht mehr dazu gekommen, die zu schreiben. Es sind vielleicht auch die geheimen Tagebücher von Arya. Vielleicht muss ich da mit irgendwie so einer Zaubertinte arbeiten. Wer weiß das schon. Es ist auf jeden Fall ein sehr süßes Notebook zu Game of Thrones. Geht natürlich immer. Ja, ich bin gespannt, wie die neuen Serien denn so werden, die da jetzt kommen. Weil, vielleicht drehen sie auch die letzten Folgen einfach nochmal. Ich würde mich halt freuen, wenn George R. R. Martin endlich die Bücher fertig schreibt, damit man dann endlich mal erfährt, wie die Geschichte wirklich zu Ende geht und nicht wie in der Serie. Das war ja eher so ein bisschen mau. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Dorps. Alle lieben Dorps, ich weiß. Hat man länger nichts von gehört, von den Dorps. Es kommen auch keine neuen mehr, schon seit der ganzen Weile nicht. Und hier haben wir einen sehr, sehr schönen Dorps, denn das ist ein Dorps zu Fallout. Das ist die Power Armor. Finde ich ziemlich gut. Brotherhood of Steel Power Armor. Das ist lustig, vor allem, weil der falsch rum eingepackt ist. Das ist eigentlich vorne. Vielleicht hat er den schon mal offen gehabt, ich glaube schon. Das ist eigentlich vorne und da seht ihr nur die Rückseite und das ist eigentlich hinten und hier seht ihr dann die Vorderseite. Die Power Armor. Auch ziemlich cool. Als Dorps geht der sogar klar. Also manche Dorps sehen eher so... Das ist halt wie eine Kugel auf einer Kugel und meistens relativ langweilig, gerade die ersten. Aber da das hier so die Power Armor ist, sieht die natürlich ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es vernünftig darstellen kann, weil wir lassen den Lichteinfall, so glänzt es und so seht ihr nicht viel, oder? Naja, cooles Ding auf jeden Fall. Freue mich sehr drüber. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier, wir haben hier Wushis.
Uschis habe ich auch schon mehrfach auf dem Kanal gehabt. Habe ich immer mitgebracht von der Spielwarenmesse. Da war immer ein Stand. Hier in Deutschland werden die, glaube ich, inzwischen nicht mehr so wirklich vertrieben. Die gab es eine Zeit lang, gab es die zu kaufen. Inzwischen ist es relativ schwer, da ranzukommen. Habe ich so den Eindruck. Keine Ahnung, das war mir mal super witzig. Die Uschis. Ich bin gespannt, welche Uschi haben wir denn hier? Ich muss das ja aufreißen. Wir müssen gucken. Wir haben Harley Quinn als Uschi. Ist das ein Rare? Ist das ein Super Rare? Weil er ist durchsichtig. Ich muss das nachgucken. Wir haben. Wir haben. Hologramm Harley Quinn. Rare. Es ist ein Rare. Es ist kein Common. Es ist ein Rare. Und es ist. Ich meine, der sieht natürlich ein bisschen komisch aus, ne? Harley Quinn. Die Uschis sind halt Pencil-Topper. Könnt ihr halt auf einen Stift oben drauf machen. Und dann sehen die cool aus. Und das ist halt Hologramm Harley Quinn und das ist ein Rare. Die sind auch schön, das ist so Gummi. Das ist so auch so zum Stressabbauen, könnt ihr die auch benutzen. Das geht auch. Das ist, ich meine, ziemlich süße, kleine, coole Figuren. Wie gesagt, könnt ihr mal euch auf dem Kanal umschauen. Einfach mal nach Uschis suchen bei mir auf dem Kanal. Uschis mit... Hier, so schreibt sich das. Nur, dass ihr das auch richtig... Könnt ihr das lesen? So schreibt sich Uschi. Nicht mit U vorne, nicht Uschi. Das ist zwar eine Uschi, aber das ist keine U, das sind Uschis. Ja, finde ich sehr witzig. Finde ich super witzig. Von Vivid, genau. Vivid vertreibt die hier in Deutschland, aber man sieht sie nicht wirklich überall. Und von daher, ja. Coole Sache. Coole Sache, finde ich cool. Was haben wir hier? Wir haben geile, kleine, süße Figuren von Lord of the Rings, von SD Toys Merchandising. Die kennen wir auch schon, denn die sind Wootbox-exklusiv, es steht auch hinten drauf. Die sind damals exklusiv in der Wootbox erschienen und es sind dann einfach zwei kleine gummimäßige Figuren. Von diesen Figuren gibt es auch andere Arten. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, das ist so wie so zum Zusammenstecken teilweise. Auch diese jetzt nicht, das sind die Pokies. Aber es gibt ähnliche Figuren, die sind dann so meistens aus drei Teilen, die kann man dann so zusammenstecken, die kommen dann in so einer Plastikdose. Kennt ihr bestimmt auch. Und hier haben wir jetzt Gandalf und Legolas. Ja, der Legolas. Natürlich, Legolas und Uschi. Ne? Und Gandalf. Die sind hier immer am Start. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Kleine, süße Figürchen, die sehr viel Spaß machen zu Lord of the Rings. Das geht natürlich klar, auf jeden Fall. Und ist immer... Ich finde es immer schön, wenn man auch mal Alternativen hat zu Funko Pops, weil das tatsächlich, Funko Pops kennt man jetzt inzwischen. Und es ist schön auch mal zu sehen, dass es noch andere Dinge gibt, die man sammeln kann. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Badeente zu dem besten Charakter, den man als Badeente überhaupt machen kann. Aquaman. Aquaduck. Aquaduck. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Sollte es Comics zu geben zu Aquaduck? Vielleicht zeichne ich die dann mal. Darf ich das? Ist das? Nee, das könnte. Ist ja lizenztechnisch unbedenklich. Ist ja Aquaduck, nicht Aquaman. Ich muss den vielleicht nur optisch ein bisschen anders gestalten. Aber Aquaduck, würdet ihr euch das angucken? So kleine Comicstrips zu Aquaduck? Ich finde den Namen toll, Aquaduck. Das gefällt mir. Finde ich gut. Das ist schön. Das machen wir. Wir haben die Badeente zu Aquaman. Auch sehr schön. Ja. Eine Ente. Gefällt mir. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch mehr. Hier ist noch so viel Zeug drin. Wir haben eine... Ah, okay, das sind diese merkwürdigen Figuren, die neulich mal in einer Get Digital drin waren, glaube ich, vor einer Weile. Und das waren auch Figuren, wo ich gehört habe, dass das wohl gar nicht so easy peasy war. Die sind auch von Hero Cross. Hero Cross habt ihr neulich auch schon mal wieder gehört. Da gab es nämlich diese kleinen Transformers-Figuren in der Get Digital Box. Habe ich euch auch gezeigt. Die sind auch ziemlich cool. Die sind ja auch super. Ich glaube, den Batman, den hatten wir drin. Es gibt auch noch Green Lantern, The Flash, Superman und natürlich hier die gute alte Wonder Woman. Wonder Woman! Green Lantern finde ich ziemlich geil. Schau ich dir mal an. So sieht der Green Lantern aus. Also die anderen seht ihr jetzt auch, aber der Green Lantern ist ziemlich genial. Und das ist jetzt die Wonder Woman. Diese Figuren sind auch ziemlich artikuliert. Also die haben Möglichkeiten der Beweglichkeiten. Ihr seht das auch, sind Gelenke mit dran. Ihr könnt sie also bewegen. Das ist gar kein Problem. Und die sind auch so metallern. Das ist auch Metallic Look. Kann sogar sein, dass das Material aus Metall ist. Das müsste man nochmal nachgucken. Steht das hier unten irgendwo drauf? So, das ist nochmal was. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, ja, ich weiß es auch nicht. So, Gibberish. Kann ich gut, Gibberish. Dann haben wir einen Funko Pop, der es leider nicht ganz überlebt hat. Der ist so ein bisschen angedellt. Aber das macht nichts, denn der ist zu Fortnite und Fortnite Pops, die gehören so. Wir haben den Dark Vanguard
von Fortnite. Dark Vanguard. Und der ist ja, wie gesagt, der ist ja eh schon so ein bisschen verdiddelt. Dann kann ich den mal auspacken und kann euch den mal zeigen. Dann seht ihr mal, wie dieser Pop aussieht. Und Dark Vanguard ist scheinbar ein weiblicher Charakter. Oh. Könnte auch hier von Daft Punk sein. Die haben auch immer so Helme aufgehabt, ne? Wenn ihr mal einen Pop basteln wollt, wie ihr selber mit einem Motorradhelm ausseht, dann ist das euer Pop. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Ich finde tatsächlich, die Fortnite-Pops sind ja an sich alle sehr, sehr cool. Das Design der Charaktere ist überragend. Das ist wie bei Overwatch. Ich spiele das Spiel nicht. Also Overwatch habe ich gespielt, aber hier Fortnite spiele ich nicht. Das ist nicht so ganz mein Game. Aber ich finde die Designs so großartig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist sogar ein Glow in the Dark. Der leuchtet sogar im Dunkeln. Der leuchtet im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln? Ich weiß nicht, was da leuchtet. Wahrscheinlich diese orangenen Parts dieser Rüstung. Finde ich auch ziemlich cool. Und ich bin manchmal überrascht, wie leicht so Pops sind. Die sind so, ich bin einfach so, oh, wundert mich nicht, dass er wegfliegt. Ein sehr leichter Pop. Selbst diese Figur ist schwerer als der Pop. Das ist zu geil. Ja, Funko Pops, das ist eine feine Sache. Oh, wir haben hier noch was anderes Schönes drin, sehe ich gerade. Jawollo. Worum geht's da denn? Pocket Chocolate? Pocket Chocolate. Pocket Chocolate. Band 2, 3 und 4. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Geschichte losgeht. Band 1 ist ja nicht dabei. Ich muss mir das angucken. Also erstmal sind das interessante Mangas, die sich von links nach rechts lesen. Das ist schon mal ungewöhnlich. Normal liest sich sowas immer von rechts nach links. Dann sind sie tatsächlich scheinbar in einem ganz gleich dezent anderen Format und das ist auch selten, sie sind komplett in Farbe. Komplett in bunt und in Farbe. Und relativ harmlos, wie es scheint. Also normalerweise ist das immer so, wenn ich so einen Manga aufschlage, dann muss ich erstmal gucken, oh, kann ich euch die Seite überhaupt zeigen? Oder ist das A, zu heftig von der Gewalt oder B, zu heftig vom grafischen, sexuellen Inhalten? Das ist hier auch oft so. Das scheint sehr Rom-Com-mäßig zu sein, so ein bisschen Barbie oder so. Butterfly in the Air. Ach, Pocket Chocolate ist einer der Charaktere, die das hier, also einer der Menschen, die das produziert haben, ja? Okay, mit warmem Namen ist ein junger Zeichner, der heißt Pocket Chocolate. Die Geschichten hier ist Butterfly in the Air und muss ich mich reinlesen? Kann ich ehrlich gesagt jetzt so gar nichts zu sagen? Ich kenne die Charaktere nicht. Es ist aber immer schön zu sehen, wie ihr es immer wieder schafft, mir bestimmte Mangas und bestimmte Animes nahezubringen, die ich dann in der Zeit bisher nicht gucken konnte. Von daher finde ich das eine schöne Sache. Mein lieber Bernd, das ist mal wieder wunderbar von dir, diese ganzen wunderbaren Figuren. Ich finde das total toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr über die Sachen. Und es macht mir immer einen Heidenspaß, euch diese Dinge zu zeigen, die ihr mir so zuschickt. Das ist ganz, ganz toll. Echt, lasst dem Bernd auf jeden Fall mal einen Daumen da. Das hat er sich verdient. Also bei diesen Fanpost-Unboxing-Videos ist das immer so, dass wenn ihr einen Daumen gebt, dann ist der immer für denjenigen, der die Box geschickt hat, damit der auch weiß, hey, ihr wisst das auch zu würdigen. Ich weiß es auf jeden Fall zu würdigen. Ich finde das total toll. Ich freue mich richtig derbe über die Dinge, die du mir jetzt hier geschickt hast. Es ist echt schön. Vielen, vielen Dank. Du unterstützt mich damit total. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Sache. Ja, und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wie ich die Sachen ausgepackt habe und meine Ansichten dazu geteilt habe. Ich sage nur Aquadak. Aquadak. Neue Ideen. Sehr schön. Ja, ich bin wie immer hin und her gerissen, weil ich einfach jetzt, ihr kennt das, zum Ende dieser Videos ist es immer das Gleiche. Ich sage Dankeschön, ich bin gerührt, ich freue mich total und dann fange ich an, mich zu wiederholen. So einfach so 100 Mal und ich sage immer wieder Danke und wie toll das ist und so und das ist es auch. Und bevor ich hier wieder in so eine Endlosschleife gerate, sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten, bitte den Daumen hier nicht vergessen und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut, ich bin raus an dieser Stelle. Schönen Dank nochmal. Siehst du? So geht's nämlich. Ja, alles klar. Tschüss.